Schnell. Nein! Fick die Henne! Wo bin ich jetzt hier? Was ist denn? Ich auch nicht. Ach, hier bin ich, gut. Spinne. Was ist denn hier irgendein... Ich roll mich auch noch runter. Adrenalin steigt an. Oh, herrlich, herrlich. Oh, ist das herrlich, wa? Vorhin, da wollte ich mich nach vorne wegrollen und roll mich zur Seite weg und purzel runter mit meinem dicken Katzenart. Okay. Adrenalin aufgefüllt. Bist du schon durch? Bin jetzt gerade am Ende, ja. Nein! Ich bleibe so lange, bis ich das geschafft habe, wa? Das ist ja hoffentlich klar, oder? Okay, nö. Mit mir ist es in Ordnung. Mit mir geht es absolut in Ordnung. Mächtig abgenutzte Schuppenhandschuhe. Grüne Handschuhe Stufe 14, ja, das hat sich schon halbwegs gelohnt. Naja. Ich will nicht mehr. Soll ich bei den Spinnen auf dich warten? Bitte, ja, dass mir da ein bisschen hilft, aber das kann auch sich noch um Jahre handeln, weil ich schaffe nämlich jetzt nicht mal mehr den ersten Sprung. Ich dreh gleich am Rad. Jetzt backt hier so ein komischer Barracuda noch über die Holzplanken. Und diese Jumping Puzzles, die kann man ein einziges Mal machen oder einmal die Woche? Einmal täglich. Ja. Da gibt es, glaube ich, 40 Stück oder so. Also es gibt halt ein paar einfache, zum Beispiel in Löwenstein in der Hauptstadt. Das sind insgesamt 3 Stück. Und 2 davon sind sehr schnell gemacht. Also kann man halt immer ein bisschen. Oder im Welt gegen Welt droppen dann halt so Blaupausen und Zeug. Da gibt es richtig schöne. Und es gibt auch viele Jumping-Puzzles, bei denen dann ein Messmer am Ende steht, der dann halt ein Portal schnell aufstellt und dann sich nach unten fallen lässt und dann eben alle hochholt. Also dass du nicht mal das Jumping-Puzzle auch wirklich machen musst. Wollen wir weitergehen? Weil ich wir bleiben hier, bis du es geschafft hast. Nein. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal noch so lange für eine Pipi-Pause. Du bist tot. Ey, ich diese perfekten Maracuda schon wieder hier, die ganzen Stück Scheiße, Fick Scheiße mit der Scheiße hier. Pipi-Pause! So, wieder zurück. Der Conchi möchte aufgeben. Dann zurück zu dieser... Ja, es hat keinen Sinn. Zu der Wegmarke Sagen Clown, also die hier gleich davor liegt. Bin komischerweise immer noch im Kampf, anscheinend. Das würde einiges erklären.
wenn du im Kampf festhängst oder so. Da kannst du dann halt springen, da springst du nicht weit noch. Komm jetzt mal bald raus hier aus dem Kampf oder was? Ich bin immer noch im Kampf, komischerweise. Notfalls lässt du dich töten und. Nee, ich kämpfe aber nicht. Liegt jetzt vielleicht oben an der komischen Spinne, die ich da angegriffen habe? Normalerweise nicht. Aber es kann natürlich sein, es hat sie mal verbuggt oder so. In dem Fall töten lassen oder ausloggen, einloggen. Aber da ist töten lassen das Schnellere. Das ist der wilde Skal. Wollen wir den töten? Töte den doch. Der wilde Skal, also der Boss, den du meinst vielleicht, oder was? Nee, wo gehst denn du gerade hin? Zum wilden Skal. Ich sehe den nicht. Dann komm hier, ja. Wieso bin ich tot? Ja, weil du die ganze Zeit Leben verloren hast. Weil dich da tausende von Viechern angegriffen haben. Okay, auf zum wilden Skal, weil der greift den schon an. Schnell. Der mag dich. Der will mit dir kuscheln. Schön, schön. So, zurück. Schön, ja, ja. Herrlich. Eine Ablenkung weniger für. Ja, aber das Jumping Puzzle ist nicht so. Naja, ganz mein. Es war ja eins der größeren und eins der schwierigeren. Da gibt es ja wesentlich einfachere. Es gibt natürlich auch noch wesentlich schwierigere. Aber es gibt vor allem auch schwarze Schaf. Deutlich kürzere. Und es gibt auch welche, wo du mehr denken musst oder so. Oder mehr den Weg finden musst, anstatt dass die Schwierigkeit beim Springen besteht. Ich hab ihn geschüttelt. Oh, hier sind Kartoffeln. Ja, was meinst du, warum wir? Ach. Entschuldigung, ja, manchmal, wie gegen die Wand. Aber auch nur manchmal. Ja, nur manchmal, aber dann, ja. Dann halt schon richtig, ne? Das ist schon massiv manchmal. Ich bin jetzt so ein richtiger Farmer, bin ich hier. An der Farmer. Lassen wir das. Hatte ich nicht. Genau. Schwer da. Eine Löwenzahnblüte? Ja. So. Scarlets Diener greifen die Eisenmark an. Okay. Aha. Da ist ein Vista. Moment. Nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht da. Hm? Ich geh mal so rum. Nee.
euch. Hier irgendwie? Ja, hier. Die Wut steigt. Ganz ohne runterzufallen, Mutti, guck. Ne, wäre ja auch nichts. Hast du toll gemacht, ich bin begeistert. Das wollte ich hören. Machst du schön. Nein, du bist... Taucherbrille? Zweiten Tag bist du sehr gut. Warten, erstes Mister, dann Taucherbrille. Zu spät. Sieht schon cool aus, ja? So, und du? Taucherbrille aufheben. Und dann hier geradeaus runterspringen und irgendwelche Tasten dabei drücken. Also 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Und im Wasser landen. Das wäre dann schon auch. Also nochmal machen, weil dafür gibt's einen Erfolg. Und du weißt ja, Erfolgspunkte sind gut. Dieses Tauchermeister habe ich gerade bekommen, ja? Hast du bekommen? Trotz, dass ich nicht im Wasser gelandet bin. Dann hatte ich das wohl schon. Vor allen Dingen, ich habe doch gesehen, dass ich da auf Land falle, aber ich konnte nichts mehr machen. Hast du den Tauchermeister bekommen in dem Moment, wo du die Brille aufgehoben hast oder hier runtergesprungen bist? Nein, wo ich gesprungen bin und gezappelt habe. Wie so ein Gezuppel. Ich glaube, da muss ich es doch nochmal. Ich muss nochmal machen. Aber du kannst ja schon mal, weil das, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schon mal gemacht habe. Chilischote. Oh ja. Was kosten denn Chilischoten eigentlich zurzeit? Ich weiß nicht. 7 Silber. Nicht wenig. Nicht? 7 Silber? Ja gut. Weißt du, wie viel das ist? Du hast immer noch, du hast noch keinen Bezug zu den Relationen, was hier was kostet. Das wird wohl sein, ja. 7 Silber ist, dafür, dass das so ein lumpiges Handwerksmaterial ist, sehr gut. Dafür, dass du es ja in einem Low-Level-Gebiet auch noch findest. Du kommst klar alleine? Ja. Ich schilder mal am Busch. Okay. Zerbrochener Dietrich. Die Marlene habe ich gefunden, die Marlene. Marlene Dietrich. Richtig. Marlene. Einer von uns beiden muss gleich blähen, Marlene. Na, ich hatte es dann wohl schon. Okay. Ach, Conte, ich wusste gar nicht, dass deine Familie hier ist. Lauter schwarze Schafe. Also du bist so witzig wie Fußpilz, wa? Und da wunderst du dich, dass dich keiner sehen möchte?
Das sind Separatistenpläne. Ja, ich habe sie gesehen. Hab sie verbrannt. Hier ist eine Kiste, die man nicht öffnen kann. Ja. Schön, alle brennen. So. I have hats. You too? Ich noch nicht. Okay. Kannst du das Katapult angreifen? Schnell. Leider nicht. Okay. Hab's. Okay. 13 von 16. Jawohl. Ich würde mal sagen, diese Karte machen wir auch mal auf 100%, damit du ja, quasi mal richtig einmal gesehen hast, was dann gibt. Ja, 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 das ist schön. Das ist schön. Nur nicht bewegen. Tomaten gibt's hier. Nicht identifizierte Farbe. Kannst du einen Doppelklick drauf machen? Ja, hab schon gesehen. Wenn du da jemals die Farbe, also irgendwas, was Schwarzes rausbekommst, also schwarz, also irgendwas, was tief schwarz ausschaut oder sehr weiß, immer nicht verkaufen. Immer nicht verkaufen. Also wenn du eine Farbe rausbekommst, die gelb, die eine gelbe Schrift hat, nicht verkaufen. Nicht benutzen, meine ich. Nicht benutzen. Erst mal gucken, was die wert ist. Was willst du jetzt von mir? Dass wenn du die Farbe zum Beispiel Firmament droppst, dass sie halt 20 Gold wert ist. Okay, denn das ist doch meine Aussage. Naja, das so habe ich es ja vorher auch versucht. Naja, wenn du Farbe nicht kaufen, fair, nutzen, B, ja. Ähnlich kam das hier an, wa? Also erzähl mir doch nichts hier. Ich mach mal kurz einen kleinen Exkurs hier. Bleib mal du, wo du bist. Wieso? Ich schau nochmal, ob es da weitergeht. Oder. Aber da sind ganz viele Gegner. Stufe 14. Nein, da geht's nicht weiter. Außer wir kommen hier hoch. Das glaube ich nicht. Nö. Okay. Hat sie hier übrig. So. Ja. Jetzt müssten wir wieder geradeaus zu der Wegmarke zurück, wo wir hergekommen sind. Okay. Ich bin doch gerade erst mal seit einer Stunde oder so. Und dich langweilst? Dich langweilst so sehr? Du. Achso, du. Ich. Ja, du langweilst mich, ja.